Hallo, was geht ab? Ich mache hier jetzt gerade mein erstes deutsches Tutorial in diesem Spaß. Und ich wollte hier nur ganz kurz zeigen, wie man auf dem Schlagzeug soliert. Ich habe hier ein super Schlagzeug vor mir hier, bin ich gerade in Deutschland. Und super Snare-Trommel-Becken, super Auswahl. Und jetzt wollte ich nur ganz kurz ein bisschen erklären, wie man hier solieren kann. Und ja, was man am leichtesten machen kann. Also man hat hier natürlich viele Auswahl, wenn man viele verschiedene Becken hat und so, dann kann man hier rumspielen. Und ich habe hier zwei Becken, zwei kleinere. Ich habe hier so ein China Becken und dann auch noch ein größeres China Becken noch dazu. Und dann noch hier so ein Becken. Also man hat hier so viele Auswahl, man kann viele verschiedene Sachen machen, viel damit rumexperimentieren. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Snare-Trommel habe und zwei Toms, dann was ich gerne mache, wenn ich jetzt zum Beispiel zum ersten Mal ein Schlagzeug spiele, ist so ein Gefühl kriegen von den verschiedenen Klängen, Gefühl kriegen von wie die verschiedenen Becken klingen und wie alles klingt und wie unterschiedlich das klingen kann. Also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache wie, ist aber so, also so ist aber rumspielen damit. Man kann zum Beispiel, jetzt mache ich zum Beispiel was auf der Snare-Trommel selber, man kann sich zum Beispiel und dann habe ich auch ein Hi-Hat, das ist hier ein super schönes, sickes Hi-Hat hier. Ich kann dir das nochmal zeigen, wie das Hi-Hat hier aussieht hier. Und ja, also man kann hier zum Beispiel mit dem Hi-Hat viele Sachen machen, wo man jetzt rumspielt, wie zum Beispiel. Also man hat sich da zum Beispiel Auswahl. Also es geht alles um einfach rumspielen und ausprobieren. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel auch jetzt eine super Auswahl von Becken, verschiedene Becken. Man kann hier jetzt zum Beispiel so eine Auswahl haben, wo man 1, 2, 3, 4, 5 und dann einfach mit denen spielt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Solo kreieren würde, wo ich jetzt mit diesen Becken spiele, dann kann es zum Beispiel so klingen, so. Und einfach so die verschiedenen Klänge, das ist ja quasi so ein Glockenklang. Und ein wirklich wichtiger Faktor von einem guten Solo auch ist, wenn man jetzt zum Beispiel die Kicktrommel rein und rausbringt und andauernd einfach diese Sitzung ändert, wo man die Kicktrommel als Basis benutzt und dann immer diese Basis rein und rausbringt, zum Beispiel. Jetzt haben wir das. Rein und raus, also man spießt es aber so rum. Aber ja, also mein Haupttipp ist, wenn man sitzt am Schlagzeug und probiert wirklich verschiedene Sachen aus, guck erstmal, wie die verschiedenen Klänge klingen, spiel einfach, bis du dich quasi auf dem Schlagzeug selber wohlfühlst und dann kannst du von da aus diese verschiedenen Sachen kreieren, verschiedene Auswahl kreieren. Man hat jetzt auch zum Beispiel so eine Trommel, jetzt habe ich hier eine Trommel hier, die man auch benutzen kann. Und da hat man auch selber viele Auswahlen. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Trommel jetzt benutzen würde, dann konnte man auch da viele verschiedene Variationen reinbringen, wie zum Beispiel. Also man hat hier zwei Trommeln, da kann man zwischen den Trommeln spielen, wie zum Beispiel. Einfach so ein Call Response machen. Man kann auch aus einer Groove quasi rückwärts oder wieder vorwärts über das ganze Schlagzeug spielen, wie zum Beispiel.
gemacht habe, ist die verschiedenen Becken einfach ausprobiert, um die Klänge zu hören. Also man kann nicht wirklich die verschiedene Klänge kreieren, sodass diese Klänge jetzt da Teil davon werden. Also jetzt wie zum Beispiel sowas. Aber ja, es geht wirklich alles nur um das Spielen und einfach wirklich alles immer ausprobieren und man muss einfach Spaß haben können. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt einfach hier mein erstes deutsches Tutorial. Ich habe auch andere Tutorials auf Englisch gemacht und wenn ihr die auschecken wolltet, dann könnt ihr das auch. Ja, ich werde dann auch weiterhin, wenn ich wieder in Deutschland bin, auch mehrere deutsche Videos machen, aber ja, das war jetzt aber zum Beispiel ein Beispiel, wie man jetzt hier auf dem Schlagzeug verschiedene Sachen ausprobieren kann. Man muss immer Spaß haben, man muss Variationen kennen, man muss diese Variationen auch benutzen können. Und dadurch kann man auch die Solos kreieren und verschiedene Sachen kreieren, die dann dazu führen können, dass man gute Solos machen kann. Und ja, das war's. Ich bin Rick Hoar und ich bin jetzt hier gerade in Rosberg, Deutschland. Und dann bin ich bald wieder in Santa Cruz, Kalifornien. Also vielen Dank fürs Ansehen. Tschüss.